Ja, zu Mathe gehören auch die Textaufgaben und das ist immer so eine schlimme Sache. Ich mache es mal kurz falsch vor, wie die Schüler das im Allgemeinen machen. Man liest ja gerne schnell, weil man ja lesen kann und dann geht das so los. Mit 10 Kilogramm Futter kann man 18 Hühner 15 Tage lang füttern. Wie lange kann man dann mit gleicher Menge Futter 6 Hühner füttern? Weiß ich nicht. Wir machen das mittlerweile so, dass wir sagen, komm, worum geht's denn hier eigentlich? Was ist gegeben? Und was ist dann gesucht? Gegeben ist Folgendes. Ich habe zwar 10 Kilogramm Futter, das kann ich mir ja hinschreiben. 10 Kilogramm Futter. Das schreibe ich mir raus. Das heißt, ich mache eine kurze Sache aus dem ganzen langen Text. Ich nehme nur das Wichtige. So, 10 Kilogramm Futter bedeuten, mache ich einen Doppelpunkt. 18 Hühner, das schreibe ich nicht 18 Hühner, sondern 18 H. Ich weiß ja, dass es Hühner sind. Und jetzt kommt ein Zeichen, das kennen wir, das heißt, dieses ist gleich mit dem Dach drüber heißt entspricht. Da darf man nicht ist gleich. Ich ist gleich. Und 15 Tage schreibe ich mit D wie Day. Und jetzt sage ich, 18 Hühner entspricht 15 Tage. Entspricht. Wenn ich hier ist gleich reinschreiben würde, wären das ja unterschiedliche Dinge. 18 Hühner sind genauso wie 15 Tage. Na nu, was sind denn dann Wochen oder Katzen oder. Also deswegen dieses entspricht. Und dann frage ich, und worum geht's? Also gesucht ist Folgendes. Bei gleicher Menge, okay, das kürze ich ab, 10 Kilogramm Futter bleiben so, 6 Hühner entspricht dann, und jetzt sage ich, einer gewissen Zeit, T wie Time. Und dann sage ich, okay, die Lösung sieht wie folgt aus. Das hat was mit Zuordnung zu tun. Ich habe das hier mit einer Antiproportionalität zu tun. Ich überlege mir Folgendes. 18 Hühner, wenn ich nur 6 Hühner habe, dann reicht doch mein Futter länger. Also ist das eine Produktgleichheit. Das ist so eine Malgleichung, sage ich immer gerne. Das mal das ist genauso wie das mal das. Und so eine Gleichung stelle ich auf. Und ich fange am besten an mit dem, was hier gesucht ist und sage, okay, T mal 6H, immer die Einheiten mitschreiben, ist ganz wichtig. Ist gleich, jetzt darf ich eine echte Gleichung schreiben. Ist genauso wie, ja, ich habe mit der Zeit angefangen, dann fange ich sicherheitshalber mal mit der Zeit an. 15D, wie Day, Tage, mal 18H. Und wer jetzt schon Gleichungen lösen kann, also unsere Siebten, die können das auf jeden Fall schon, der sagt, okay, warte mal, was stört? T soll alleine stehen. Ich möchte ja zum Schluss ein Ergebnis haben. Da soll T ist gleich stehen. T ist gleich Ergebnis. Das möchte ich haben. Dann sage ich, was stört? Aha, mal 6H. Das Gegenteil von mal 6H ist durch 6H. Ich werde das hier nochmal zeigen, obwohl in dem Teil Gleichungen lösen, da habe ich das schon ein paar Mal gezeigt. Aber ich mache es nochmal. Wenn ich also unsicher bin und das noch nicht kann, schreibe ich einfach das Schwarze, was hier steht, ab. T mal 6H ist gleich 15D. Mal 18H, da muss ich nicht überlegen. Und jetzt mache ich das. Das mache ich mal in Blau. Und zwar das, was ich mir hier vorgenommen habe. Ich möchte durch 6H teilen. Und das mache ich wie ein Profi, nämlich mit einem Bruchstrich. Warum? Weil ich dann kürzen kann. 6H. So, und jetzt kürzen wir mal. Das mache ich nochmal in Lila. Die 6 und die 6 gehen beide durch 1. Bleibt eine 1 übrig. Durchstreichen, was nicht mehr gültig ist, hinschreiben, was gültig ist, nämlich eine 1. H und H sind beide durch H kürzbar, teilbar. Also schreibe ich hier 1 hin. Jetzt bleibt hier übrig T mal 1 mal 1 durch 1 und nochmal durch 1. Also das T steht alleine. Hier kann ich auch die Hs, also die Einheiten sozusagen, rauskürzen. Dann bleibt auch bloß noch eine 1 stehen. Und warte mal, die 6 und die 18, die gehen wunderschön durch 6. Dann habe ich hier eine 1 stehen und hier habe ich eine 3 stehen. Und jetzt fasse ich den ganzen Kram zusammen durch 1, das kann ich mir schenken, ich brauche keinen Bruchstrich mehr hinzuschreiben und kann sagen, gut, jetzt mache ich in Schwarz weiter, 3 mal 5 ist 45, 3 mal 1 ist 3 und 4, 3 mal 5 ist 15 und 3, 15 und 3 mal 1 ist 3 und 1 ist 4. Ich habe schon ein bisschen schneller gerechnet. Und Achtung! Was ist nicht durchgestrichen? Auch das hier, das D. Und schon habe ich die Lösung. Und dann kann ich
nochmal gucken, wie lange kann man mit gleicher Menge Futters 6 Hühner füttern? Jetzt kommt die Antwort und die schreibe ich hin. Immer nochmal die Frage sich stellen. Ich hatte schon Schüler, die hätten dann ausgerechnet, der Bauer, der die Hühner hat, der ist 45 Jahre alt. Na, das ist Blödsinn. Also nochmal gucken, wie lange kann man dann mit gleicher Menge? Also man kann 45, und jetzt schreibe ich wieder nicht D wie Day, sondern jetzt schreibe ich wieder auf Deutsch Tage füttern. Das reicht schon. Und schon habe ich es. Textaufgaben nochmal zusammengefasst. Aus dem langen Text schön langsam lesen, beim Punkt Luft holen, überlegen, was ist wichtig, hinschreiben, was ist gegeben, worum geht's bei gesuchtem, okay. Und eins müsste man auch gemerkt haben, das hier, das wollte gar keiner wissen. Das bleibt nämlich bei beiden Fällen gleich. Das ist beides mal das Gleiche, also stört uns das in unserer Gleichung nicht. Das war mal bloß wieder ein Beispiel, wie man mit Textaufgaben umgeht, nämlich abgekürzt. Hinschreiben. Es wird noch ein Teilchen geben, müssen wir dann in einer anderen Klasse machen. Warum ist Mathe nur Schreiberei? Also viel Spaß beim Üben.